Hi Leute und willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Im letzten Part haben wir eigentlich ganz gut die Story-Quests vorangebracht und ich habe mich entschieden, deshalb erstmal noch diesen mystischen Skill mir zu suchen. Das heißt, falls der nicht so lange dauert, wir müssen uns ja erst wieder so eine Geschichte anhören und dann den wahrscheinlich Seid finden, der den vorsichtig, kann mein und Herr. wieder besiegen oder so. Altyarikawa ist ein gefährlicher Ort. Was ist hier passiert? Wir gingen die Straße entlang und hörten Schreie. Als wir hier ankamen, war es schon zu spät. Sie haben sich gegenseitig getötet. Nein. Es war das Phantom von Yarikawas Rache. Ein Phantom? Ihr kennt nur einen Teil der Geschichte, nicht alles. Vor langer Zeit waren die Samurai des Yarikawa-Clans die geschicktesten Schwertkämpfer unserer Insel. In jeder Generation wurde einem Fürsten das Familiengeheimnis anvertraut. Eine tödliche Technik namens Tanz des Zorns, die Abwehr jedes Feindes durchdringen konnte. Zum größten Meister des Tanzes des Zorns wurde Fürst Tokiyasa Yarikawa. Sein Volk liebte ihn, doch er missgönnte dem Shimura-Clan seine Macht. In seiner Gier nach Kontrolle begann er eine blutige Rebellion, die zahllose Leben forderte. Fürst Shimuras Vater und Brüder fielen Yarikawas Tanz des Zorns-Technik zum Opfer. Doch mit Hilfe des Sakai-Clans schlug Shimura die Rebellion nieder und richtete Fürst Yarikawa hin. Bevor er starb, schwor der Verräter, sein unterworfenes Volk vom Grabe aus zu rächen. Heute bringt sein Volk seiner Seele in den Schreinen der Ruinen Alt-Yarikawas Opfergaben dar. Es erfleht den Tod seiner Feinde und der Geist von Yarikawas Rache antwortet ihnen mit dem Tanz des Zorns. Ihr glaubt, dieses Phantom hat die Männer getötet? Sie waren Händler, bekannt dafür, ihre Kunden zu betrügen. Sie erzielten Profit durch Betrug. Hat jemand für ihren Tod gebetet? Die Schreine quellen über vor Opfergaben für das Phantom. Sie bitten um blutige Vergeltung. Wie finde ich diese Schreine? Eine Handvoll Stroh und Blütenblätter werden verbrannt, um Rauch zu erzeugen, damit das Phantom die Gebete erhört. Seht zum Himmel auf, mein Herr. Seid vorsichtig. Die Menschen hier haben die Rolle eures Clans bei ihrem Untergang nicht vergessen. Das war vor langer Zeit. Nicht für sie. Okay. Dann schauen wir mal nach. Rauch. Ein Opfer für das Phantom. Ein Schreiben für das Phantom von Yarikawas Rache. Da ist eine Nachricht. Heitaro hat unser Volk verraten. Er ist im Lager in der Nähe. Beendet sein wertloses Leben. Bestimmt das Lager der Überlebenden.
Palast Sakai. Wie können wir euch helfen? Wer von euch ist Heitaro? Das bin ich. Jemand hat das Phantom von Yarikawas Rache gebeten, euch zu töten. Aber warum denn nur? Er ist ein mongolischer Spion, schleicht sich nachts stundenlang davon. Sagt nicht, wo er hingeht. Ich habe nichts Falsches getan. Wenn ihr den Mongolen helft, finde ich das heraus. Das würde ich nie tun. Bitte, lasst es mich beweisen. Bringt ihn dazu zu gestehen. Ich erkläre es euch. Doch nicht hier. Folgt mir. Sie war es, die den Rauch angemacht hat. Ich kann nicht glauben, dass man mich tot sehen will. Ihr solltet euch eher um mich Sorgen machen. Ich bin real, das Phantom nicht. Aber mein Herr, ich hab's gesehen. Wirklich? Wo? Auf der Straße. Drei Banditen wollten mich ausrauben. Das Phantom tötete sie und verschwand. Hierher komme ich nachts, mein Herr. Ein Grab. Wer liegt hier? Sein Name war Tojiro. Wir standen uns nah, doch seine Frau und Familie sind im Lager. Ich kann meine Besuche nicht erklären, ohne ihnen weh zu tun. Ich verstehe. Doch die Menschen im Lager tun das nicht. Und sie haben Angst. Ihr seid dort nicht sicher. Wo soll ich sonst hin? Begebt euch nach Ariake. Geht, bevor es zu spät ist. Danke, mein Herr. Ah, ja. Ich hatte gehofft, dass der jetzt auf einmal auftaucht. Wir besiegen ihn und kriegen die Technik. Aber ist wohl nicht so. Gleich bin ich tot. Doch nicht. Hat geklappt. Kommen wir da hoch? Nein. Da hinten könnte was sein. Mich kribbelt schon in der Nase, da muss was sein. Das ist eine Nachricht für das Phantom von Yarikawas Rache. Die Mongolen versklaven unser Volk. Sie haben am Kushi-Fluss ein Lager, nicht weit von diesem Schrein. Vernichtet sie. Das ist mein Kampf, nicht der des Phantoms.
Ah, schade, nur eine Aufladung. Ach, da. Wer wie oder was? Wer wer? Ich dachte, du meinst das Große da. Ich dachte, wenn da irgendwie so ein großes Gebäude, nicht hier sowas, was in Flammen steht. Das Phantom hat die Pferde getötet. Schildträger. Es braucht großes Können, um sie zu töten. Keine Mongolen. Japaner. Warum mussten sie sterben? Lasst mich raus! Bitte, mein Herr! Ganz ruhig. Ich befreie euch. Sag mir, was passiert ist. Das Phantom. Es hat sie alle getötet. Dann ist es fort. Ich dachte, ich würde in einem Käfig sterben. Wer waren die Leute bei den Mongolen? Sie haben mich an sie verkauft. Ihr seid frei. Geht. Oh, danke. Das Phantom ist fort. Vielleicht zu einem anderen Schrein. Geht das auch, dass man gleich den richtigen Schrein findet? Praktisch schon sofort auf das Phantom trifft? Sitzt da wieder. Tu nicht so. Das ist bestimmt wieder so ein Ding, wo man, egal in welcher Reihenfolge man das macht, man muss alles machen. Oder es gibt nur die Reihenfolge, in der man das machen kann. Noch ein Schrein für das Phantom. Wenn hier eine Nachricht war, hat sie das Phantom bereits geholt. Ein Kampf in der Nähe. In der Nähe, 140 Meter. Bei dir in der Nähe. Zu spät, der Mörder ist fort. Hier lebt schon sehr lange jemand. Opfergaben von den Schreinen für das Phantom. Von einem Yarikawa-Samurai. Ein Banner des Yarikawa-Clans. Oh, voller Flöhe. Die siehst du im Halbdunkeln? Gute Augen. Von gebildeter Hand verfasst. Doch die Worte sind Unsinn. Fürst Yarikawa soll angeblich noch am Leben sein. Hat ein Samurai des Yarikawa-Clans überlebt? Ich muss denjenigen finden. Ich muss nach einem weiteren Schrein suchen. So. So. Huh.
Ah ja. Das ist ja wie bei der Papstwahl hier. Noch eine Phantomopfergabe. Fürst Sakai ist der letzte seines Clans und ein Diener von Shimura. Führt ihn zum Garten der Götter, damit sie Zeuge seines Todes werden. Ein Gebet an das Phantom. Es soll mich töten. Ich gehe zum Garten der Götter und setze dem ein Ende. Mein Herr! Was wisst ihr über den Garten der Götter? Nur, dass es ein wunderschönes Feld mit weißen Blumen ist. Oh, wo war denn das? Hier, ne? Das ist doch bestimmt das Ding mit den Statuen drin gewesen, was schon so aussah wie so eine Kampfarena. Wo war denn das? Hier so? Ah ja. Das ist. Ja. Ich würde jetzt gerne 6 Mann töten, damit ich meine Form bekomme, meine Geistheit. Das Phantom! Es war gerade hier! Gut. Ich gehe dann mal da rein und kämpfe gegen das Phantom. Götterstatuen. Das muss ihr Garten sein. Ein Schrein, doch kein Phantom. Diese Nachricht ist für mich. Yarikawas Rache erwartet euch. Oh. Ihr seid also das Phantom. Ich bin der Wind, der die Asche aufwirbelt. Ich bin Yarikawas Rache. Ihr vergießt Blut mit einer Technik, die mit einem Verräterclan ausstarb. Wer seid ihr? Die Tochter eines Samurai? Habt ihr die Rebellion überlebt? Niemand hat überlebt. Dies ist ein Land voller Geister. Wer will mich tot sehen? Die Bauern, die sich für euch verneigen. Die lächelnden Händler, die ihr bezahlt. Ganz Yarikawa betet für den Tod des Sakai-Clans und Shimura. Nicht alle. Einige vergeben. Der Rest fleht weinend um Rache. Ich werde ihnen Trost bringen. Uff. Ich durchschaue euch. Yarikawa ist euer Grab. Ah!
Ihr seid schnell. Ihr hättet niemals kommen sollen. Was tut ihr da? Ich lerne. Ihr wart eine große Kriegerin, doch Zorn macht euch blind für den wahren Feind. Der Tanz des Zorns gehört jetzt mir. Ich werde ihn auch nutzen. Also ich weiß nicht, warum sie zum Anfang die ganzen leichten Schläge nicht pariert hat, aber das hat ihr sehr geholfen. Will sie keiner wegräumen? Oh, drei Entschlossenheitspunkte kostet die Technik. Ja, dann machen wir die Story weiter. Ja, 3 Punkte. Ah, ich komme doch dahin. Ich dachte, ich könnte nicht direkt ins Lager, aber es war nur überdeckt. Da das meine ich, dass man diese Grillen sammeln kann für neue Flötenlieder. Handelt eure Waffe wie eine erkürzte Sakai. Gute Arbeit. Dank euch haben wir eine Armee, um eine Burg zurückzuerobern. Ich sagte doch, Yuna schafft das. Ich veranlasse bereits ihre Belohnung. Kopf abschlagen? Die Verstärkung des Shoguns wird bald hier sein. Doch vorher müssen wir ein neues Problem lösen. Meine Späher haben einen Befehl des Khans abgefangen. Er war adressiert an Ryuzo. Seine Söldner sind bereit, uns anzugreifen. Wisst ihr, wo Ryuzo ist? Nicht weit. Vor Koyasan. Ihr müsst ihm nicht selbst entgegentreten. Er war mein Freund. Ich kümmere mich um ihn. Tut, was ihr müsst. Unsere Truppen sind kampfbereit, wenn ihr zurückkehrt. Wir sind in der... Uff. Das heißt, jetzt müssen wir den Strohhut-Anführer besiegen, irgendwie. Yuna möchte vielleicht mitkommen. Wir können nicht alles mitnehmen. Möchtest du mit in den Tod? Mehr als du auch nur Arzt. Am Festland gibt's neues Werk. Du verlässt uns? Dein Onkel hält sein Wort. Unser Boot liegt bei Sonnenaufgang ab. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Ryuzo versteckt sich in Fort Koyasan. Ich kann nicht. Bitte verstehe. Ich habe mich mein Leben lang dafür geplagt. Ging hungrig zu Bett. Riskierte Kopf und Kragen, um Geld zu haben für ein neues Leben auf dem Festland.
Ich kann nicht aufgeben. Ich weiß das doch auch. Hilf mir gegen Ryozo und ich bringe dich zum Schiff. Das ist dein Kampf, Jin. Nicht meiner. Ich will nur... Wir brauchen nur ein neues Leben. Ich halte dich nicht auf. Danke, Yuna. Für alles. Ich hoffe, du findest Frieden. Du auch. Mein Herr. Hört auf eure Schwester, Taka. Sie kümmert sich um euch. Lebt wohl, Fürst Sakai. Ich kann das allein. Im Schatten der Nacht. Hier ist natürlich kein Händler, der meine Rüstung verbessern kann. Aber da. So, und dann gucken wir jetzt mal, ob man die Rüstung verbessern kann. Oder ob sie verbuggt ist. Ich werde dich kriegen, Ryozo. Hier vorne war das, ne? Ja. Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Habe ich den Schutz, den ihr braucht? Ah, jetzt auf einmal, ja? Darin wird euer Gegner verzweifeln. Bam. Zu eurem Schutz. Leb wohl. Geschenkaltar ist hier auch. Das ist Schwert, das ist der normale Händler. Darf ich mal? Danke. Beten? Nö. Oh. Was ist der Fallenstelle? Da sind Geschenke. Noch ein bisschen mehr Stahl, ein bisschen mehr Eisen und dann geht's ab. Nur noch ein bisschen extra Leben. Ihr solltet hier sein, Onkel. Wenn die Insel befreit ist, baden wir eine Woche lang in diesen Wassern.
Okay, also wenn ich jetzt nicht bereit bin. Checken wir. Genau, nach den Giften muss ich, glaube ich, Ausschau halten. Vor Koyasan, ein Nest voller Verräter. Ich muss das vorausspähen. Das muss er schon. Strohhüte nicht schlimm genug. Fürst Sakai, wartet! Ihr verratet uns noch! Ich lasse euch nicht allein gehen. Wenn Yuna nicht mit euch geht, dann muss ich es. Darauf seid ihr nicht vorbereitet. In Yarikawa sagtet ihr, wenn wir zusammenstehen, können wir unsere Heimat retten. Ich stehe hinter dem Geist. Ihr kämpft nicht gegen Mongolen. Wenn euch was passiert... Lasst mich sie wenigstens ablenken und einige fortlocken. Das erhöht eure Chancen. Na gut. Wenn sie euch folgen, reitet so schnell ihr könnt ins Lager zurück. Ich enttäusche euch nicht. Los, ich werde jetzt zuschlagen. Hunde! Mongolen sind alle hässliche Hunde! Ich sage Fürst Shimura, dass ihr hier seid. Die Samurai werden euch holen. Die schneiden euch die Köpfe ab, ihr Feiglinge! Samurai, Toklokau! Fotunhan, Mandukua! Arsignuch, Ankarta! Der ist tot. Kannst mir nicht sagen, dass der das überlebt, wenn... dem da 20 Mann hinterher sind, Alter. Na guck, der andere wartet da schon, so wie das aussieht. Sucht mich jemand? Ich spür von Ryoso. Er muss hinter dem Tor sein. Hätte der doofe Schütze mich nicht getroffen. Hätte ich schön die Geisthaltung benutzen können.
schon wieder. Oh, Drecksschützenbengel, die überall sitzen, ey. Mohotzer, den Hudetberger. Rudjul als sein Hund. B. Wasser und Gunschu. Dreh dich um. Schnell. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Ihr verarscht mich doch. Ja, das ist dieser Angsteffekt von der Rüstung. ETF. Zwei Kills für die Form. Ein Kill. Ich hab doch gesagt, ihr wartet da schon. So schön, dich zu sehen. Du weißt, wieso ich hier bin. Ja, ich habe dafür gesorgt, dass du mich findest. Der Khan will dich treffen. Ich bin nicht zum Reden hier. Du hast uns alle verraten. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Es muss nicht so enden. Doch, Ryoso, muss es. Der mich von niedergeknüppelt wurde, fuck. Fürst Sakai! Fürst Sakai! Bitte wacht auf! Oh nein, Taka. Sie haben ihn... Wie? Ihr wart so lange weg. Ich wusste, ihr habt Schwierigkeiten. Ich kam, um zu helfen, aber die Mongolen haben mich... Verdammt. Wir müssen uns befreien. Die werden uns umbringen. Nur wenn wir sie lassen. Versucht loszukommen. Ich muss das nur locker...
Erwischt. Tucker, sei tapfer. Wir müssen Durst haben. Alak, Milch von meiner Lieblingsstute. Ihr letztes Geschenk an mich. Sie brach sich gestern ein Bein und ich verfütterte sie. Wir tun, was wir müssen, Fürst Sakai. Und deshalb können ihr und ich überleben. Ich bin Samurai. Ihr seid viel mehr als das. Ihr seid der Geist. Zieht euer Volk auf meine Seite und sie bekommen Frieden. Niemals dienen wir euch. Euer Onkel sagte das selbst, als ich ihn bat, den Krieg zu beenden. Er wollte nicht euer Sklave sein. Auch ich schätze Familie und weiß, wie es ist, in ihrem Schatten zu leben. Warum uns in Bescheidenheit üben, wenn wir Legenden sein sollten? Er ist eine Legende. Seht! Euer Volk wird euch folgen. Kommt zu mir und rettet sie. Ihr wollt teilen und beherrschen. So wie bei Ryoso. Nicht uns. Oh. Eure Legende schert sich nicht einmal um euch. Tötet ihn. Und ihr seid frei. Okay, sag hier. Euer Freund starb für euch. Jetzt brauche ich einen neuen. Und ihr müsst erneut wählen. Ich brauche mein Schwert. Ja, es ist gut markiert, gut markiert. Ich töte alle. Kämpfen wir! Ich werde immer wieder getroffen, ich krieg die Form so nicht.
Jedenfalls, er ist es. Hallo, bleib. Da! Wir haben ihn! Den hast du. Okay, das ist... Mit 7 Leute ausschalten, das... Ohne getroffen zu werden. Sehr, sehr schwer. Erstmal warten, bis wir geheilt bin. Ryuzo muss auch noch irgendwo hier sein. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Part, würde ich sagen. Ciao, Leute.